Hallo und herzlich willkommen auf lyrielda.de. Wir schauen uns nun eine Übungsaufgabe zu dem Thema Integralrechnung, bzw. die Fläche zwischen zwei Funktionen an. Dazu habe ich euch eine Anwendungsaufgabe mitgebracht. Es geht um ein Stück Baumaterial, das genau diese Form hat, so eine sichelförmige Form. Und dieses Baumaterial kann näherungsweise beschrieben werden durch zwei Parabeln, zwei nach unten geöffnete Parabeln. Und jetzt soll dieses Stück, was weiß ich, Plastik oder Metall beschichtet werden. Oder mit einem Lack bestrichen oder einem Lack eingesprüht werden. Die Frage ist jetzt, wie groß ist diese Fläche? Und daraus können wir dann ausrechnen, pro Quadratdezimeter kostet der Lack 2,40 Euro. Und dann wollen wir wissen, wie viel kostet die Lackierung des Stücks einseitig insgesamt. Gegeben ist allein, dass die komplette Breite dieses Baustücks 8 Dezimeter beträgt, also 80 cm. Die Höhe der kleineren Parabel wäre 4 Dezimeter und die Höhe der größeren Parabel 6 Dezimeter. Nun, wie gehe ich an so etwas ran? Fläche zwischen zwei Funktionen lässt sich mit der Hilfe der Integralrechnung bestimmen. Aber erst müssen wir natürlich die Funktion selbst bestimmen. Nennen wir jetzt mal diese obere Funktion f von x und die untere Funktion g von x und bestimmen mal da die Funktionsgleichungen. F von x ist eine nach unten geöffnete Parabel. Das heißt, sie ist allerdings nicht nach links oder nach rechts verschoben, sondern nur der Scheitelpunkt nach oben und zwar um 6 Einheiten. Das heißt, ich weiß schon mal, die Form muss sein, ax hoch 2 plus 6. Ja, um 6 nach oben verschoben, der Scheitel, aber weder nach links noch nach rechts, also muss hier nicht irgendwie noch ein b rein. Der Vorfaktor ist allerdings unbekannt, also ob es gestaucht oder gestreckt ist, das können wir jetzt noch nicht genau sagen, aber mit Hilfe der zusätzlichen Angaben können wir es tun. Denn wir wissen, diese Parabel f von x geht ja bei, wenn es hier 8 Dezimeter sind, bei 4 gerade durch den y-Wert 0. Das heißt, ich kann jetzt hier 4 einsetzen für x und für f von x 0 und dann habe ich a. Das heißt, hier steht dann 0 gleich a mal 4 hoch 2 plus 6. Na, das ist 16a, ich mache die 6 auf die andere Seite. Minus 6, das steht dann da, minus 6 ist gleich 16a. Und wenn ich dann noch durch 16 teile, habe ich a minus 6 Sechzehntel oder minus 3 Achtel. Das heißt, ich weiß, f von x hat die Form minus 3 Achtel x² plus 6. So, das gleiche kann ich jetzt mit g von x auch machen. G von x hat auch wiederum die Form ax hoch 2, aber es ist nur um 4 nach oben verschoben, also plus 4. Nehme ich wieder den Punkt 4, 0. Also steht dann da 0 gleich a mal 16, 4 hoch 2 plus 4. Mache wieder die 4 rüber. 4 gleich 16a, teilt durch 16. Naja, 4 geteilt durch 16, das kürzt sich zu 1 Viertel. A ist also 1 Viertel, beziehungsweise in dem Fall, Entschuldigung, minus 4 muss hier natürlich stehen, wenn ich hier minus 4 gemacht habe. Das heißt, a ist minus 1 Viertel. G von x heißt dann, logischerweise, minus 1 Viertel x² plus 4. Jetzt habe ich die beiden Funktionen, f von x und g von x. Und jetzt kann ich die Fläche zwischen diesen beiden Funktionen bestimmen. Und zwar über das Integral. Naja, wenn es hier 8 Dezimeter sind, wir haben das Achsenkreuz genau in die Mitte gelegt, ist das Integral in Grenzen von minus 4 bis 4 zu bestimmen. Die obere Funktion minus die untere Funktion muss es immer heißen. Das heißt f von x minus g von x. Dx. So, setzen wir das Ganze mal ein. Von minus 4 bis 4. Minus 3 Achtel x² plus 6 und jetzt minus g von x, also ich mache alles mal mit der Klammer, damit wir es hier ein bisschen übersichtlicher haben, minus minus 1 Viertel x hoch 2 plus 4 dx, jetzt kann ich noch die Klammer auflösen und minus 4 bis 4, minus 3 Achtel x² plus 6, minus minus 1 Viertel x², also plus 1 Viertel x², plus mal minus ist minus 4 dx. So, jetzt kann ich das zusammenfassen. Minus 3 Achtel plus 1 Viertel. 1 Viertel sind 2 Achtel. Also minus 3 Achtel plus 2 Achtel, das ist minus 1 Achtel. Also steht minus 1 Achtel x² da. Und jetzt schaue ich die anderen Zahlen. Plus 6 minus 4, das ergibt plus 2. Jetzt, wo ich das vereinfacht habe, kann ich natürlich direkt die Stammfunktion bilden. Aus minus 1 Achtel x hoch 2, die minus 1 Achtel bleiben stehen
und aus x hoch 2 wird ein Drittel x hoch 3, wenn ich da die Stammfunktion bilde. Naja, minus ein Achtel mal ein Drittel, das ist minus ein 24. Ja, minus ein Achtel mal ein Drittel x hoch 3, minus ein 24. x hoch 3. Aus der 2 wird 2x, also plus 2x. In den Grenzen von minus 4 bis 4. So, jetzt kann ich nach dem zweiten Hauptsatz der differentialen Integralrechnung hier einfach die 4 und die minus 4 einsetzen, also Groß F von 4 minus Groß F von minus 4. Wenn ich hier 4 einsetze, mache ich sicherheitshalber mal die Klammer, minus 1 24. mal 4 hoch 3 plus 2 mal 4. Und jetzt ziehe ich dann den unteren Wert davon ab, also minus, auch hier setze ich Klammern, sicher ist sicher, minus 1 24. mal minus 4 hoch 3 plus 2 mal minus 4 ergibt minus 8. So, und jetzt kann ich das Ganze ein bisschen zusammenfassen. Minus 1 24 mal 4 hoch 3, 4 mal 4 mal 4, das ist 64. Naja, 64 durch 24, das ist 8 Drittel. Hier steht also minus 8 Drittel plus 8, 2 mal 4 ist 8, Klammer zu, minus. Minus 1 24 mal minus 64, das ist plus 8 Drittel. Also minus, hier steht dann 8 Drittel. Und dann hier hinten steht nochmal minus 8. So, jetzt lösen wir noch die Klammer auf. Die erste Klammer kann ich einfach so weglassen. Plus 8, minus 8 Drittel, minus mal minus gibt plus. Wieder plus 8. Steht also da 16 minus 16 Drittel. 8 plus 8 sind 16, minus 16 Drittel. Kann ich das Ganze noch erweitern, wenn ich das möchte. 16 mal 3, 16, 32, 48. 48 Drittel minus 16 Drittel und das sind dann hier, wie man sieht, 32 Drittel. Man kann es auch als gemischten Bruch schreiben, das wäre dann 10, 2 Drittel oder 10, Periode 6. Nun, was ist die Einheit? Wir haben hier gesagt, das waren Dezimeter, also muss das hier natürlich Dezimeter ins Quadrat sein. Zum Schluss muss ich dann nur noch ausrechnen, ja, für einen Dezimeter ins Quadrat kostet es 2,40 Euro. Also muss ich 2,4 mal 32 Drittel machen. 2,4, 24 Zehntel oder 12 Fünftel mal 32 Drittel. Die 12 kann ich mir 3 kürzen, dann steht dann da 4 Fünftel mal 32 Eintel. 32 mal 4, 128 Fünftel, das kann ich noch umschreiben, 100 Fünftel wären 20, das wären also 25,6. Also wären das 25,60 Euro. Das heißt, insgesamt kostet der Lack für die Beschichtung dieses Baustückes exakt 25,60 Euro. Schaut doch mal zur Homepage www.lyrella.de vorbei, besucht uns bei Facebook. Dankeschön.